Hallo und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Erfolgsstrategie. Ich bin Mareike Bruns, Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen, und freue mich wieder riesig, dass du in diese Folge eingeschaltet hast. Ihr Lieben, heute geht es um das Thema, warum du immer das kriegst, was du willst. Und ich werde das Ganze an meinem Menorca-Beispiel aufhängen. Ihr habt das gesehen auf Instagram, dass meine Menorca-Reise jetzt nicht geklappt hat. Ich gehe in der Folge nochmal ganz kurz drauf ein. Und dass ich der festen Überzeugung bin, dass das A damit zu tun hat, dass diese Woche einfach noch unendlich viele Wunder auf mich warten hier in München. Und dass ich das auf eine ganz natürliche Art und Weise von mir abgestoßen habe, diesen Urlaub. Und in den Prozess mag ich euch mit reinnehmen, denn da geht es vor allen Dingen darum, dass du immer das bekommst, auf welcher Schwingung du gerade schwingst, beziehungsweise welche Schwingung du oder Gedanken du in der Vergangenheit gedacht hast. Okay? So, ich hoffe, die Folge wird einigermaßen deutlich. Da machen wir echt ein bisschen Deep Dive. Wenn du da irgendwo noch zu Fragen hast, komm super gerne auf mich zu. Du kannst mich auf Instagram unter @mareikebruns beispielsweise, @mareike_bruns beispielsweise erreichen oder auch auf Facebook unter Mareike Bruns. Schreib mir super gerne Nachricht und wir können echt gerne darüber sprechen. Was ich dir auch genauso mitgeben mag, ist, dass du mal bei mir ins Wealthy Woman Programm vorbeischaust, denn das ist das neue Programm, was ich entwickelt habe für Unternehmerinnen, die jetzt einfach weiterkommen wollen. Dieses Programm ist ein absolutes Coaching-Deep-Dive-Programm. Wir gehen sehr in die Tiefe, wir gehen noch tiefer in die Themen Money-Mindset, in das Thema Business und vor allen Dingen, wie du einfach deine Seele aufs Papier bringst, wie du dich über Journalen aufs nächste Level journalst. Es gibt coole Module, es gibt eine Geschenkebox für dich. Alles, was es für eine Wealthy Woman braucht. Und es gibt einfach unendlich, endlich viele, viele coole Sachen einfach auch an Coaching-Inhalten für dich. Also sei da unbedingt dabei. Den Link findest du in den Shownotes. Und ich würde sagen, jetzt habe ich auch lange genug gequatscht. Wir legen jetzt direkt mit der Folge los. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Nicht aus Menorca, sondern aus meinem gewohnten Büro-Surrounding mit gutem Mikrofon sitze ich jetzt gerade an meinem Schreibtisch und nehme euch voller Freude diese Podcast-Folge auf. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, hä, Menorca, wieso? Wer mir auf Instagram folgt oder in meiner Facebook-Gruppe, in der Erfolgsstrategie-Gruppe ist, weiß, dass ich geplant hatte, für eine Woche nach Menorca zu fliegen. Auf Menorca, also auf die Insel zu fliegen. Und Plan war, da meine Wealthy Woman-Videos aufzunehmen und da mega eine gute Zeit zu haben und lalalala. Und gestern wollte ich da halt eben hinfliegen, war am Flughafen und da hat man mir gesagt, dass mein Covid-Test nicht passt. Also er war negativ, aber die Testart hat nicht gepasst, das war mir gar nicht bewusst. Ich war im vollsten Vertrauen, dass das die richtige Testart ist, war es aber nicht. Und man hat mir dann den Zutritt zum Flieger eben nicht gewährt, was ja auch, wenn das die Regeln sind, völlig in Ordnung ist. Aber Ende vom Lied war halt, dass ich am Flughafen wieder umdrehen musste und bin dann gestern einfach da nach Hause gefahren. Das habe ich mit vielen geteilt, auch auf Instagram. Ich habe ein kleines Video dazu gemacht und wie ich jetzt damit umgehe und so weiter. Denn auch darin gibt es immer ein Geschenk, egal wie abgefuckt eine Situation ist. Es gibt immer, immer, immer ein Geschenk. Und ja, ich habe das dann auch relativ schnell ad acta gelegt, weil da kannst du eh nichts dran ändern. Und da jetzt viel Energie drauf aufwenden, sich zu ärgern und das Geld und jetzt ist das weg und lalala, bringt überhaupt nichts, bringt wirklich gar nichts. Und ich bin einfach kurz auf Geschenkesuche gegangen und habe ein für mich sehr persönliches und großes Geschenk gefunden und habe euch ein bisschen mitgenommen in den Stories und habe halt gefragt, hey, wollt ihr dazu eine Folge? Es ist zwar sehr persönlich, aber ihr könnt da sehr viel draus mitnehmen. Und wir haben jetzt schon über 17 Leute angeklickt. Ich habe es erst gestern Abend gepostet, wir haben es jetzt samstags vormittags 10 Uhr. Über 17 Leute geschrieben, hey, macht es mal auf jeden Fall. Und da nehme ich euch jetzt mit rein. Parallel möchte ich euch ein bisschen was zum Thema Frequenzen und Schwingungen erklären. Also in dieser Folge ist sehr viel Input. Wenn du magst, hol dir jetzt noch mal kurz was zu schreiben oder so, weil ich denke, da kannst du viel draus mitnehmen.
Situation habe ich euch erklärt, was da passiert ist. Ich hatte halt diesen falschen Test und bla bla und es war mir ja überhaupt nicht bewusst. Und dann bin ich erstmal am Flughafen gewesen, habe überall angerufen. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben eine Pauschalreise gebucht. Das war auch gleichzeitig das letzte Mal in meinem Leben, dass ich eine Pauschalreise gebucht habe. Und genau, und stand dann da erstmal wie der Ochs vom Berge und habe da erstmal bei den ganzen Veranstaltern angerufen. Bis du da über 43 Telefonnummern irgendjemanden erreichst und dann gerade in Zeiten wie jetzt, wo die unterbesetzt sind und la 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 la, bin ich mal kurz durchgedreht. Also ich war echt, sage ich mal ehrlich, wie es ist, ich war am Flughafen kurz vor den Tränen, wo ich dachte, ey, das gibt's jetzt nicht, ne? Naja, und dann hin und her, Ende vom Lied, du kannst es nicht mehr stornieren, es ist irgendwo in Anführungszeichen dein eigenes persönliches Pech. Und ich habe jetzt nochmal geguckt, ob man da über die Versicherung was erreichen kann. Schauen wir mal, weiß ich nicht. Ich habe auch mit dem Hotelbesitzer gesprochen. Die sind da auch, also ja, die sind da kulant. Mal gucken, ob ich, also kulant in dem Sinne, ob ich die Reise irgendwann anders antreten kann und die Nächte dann einfach in Anspruch nehme, weil bezahlt sind sie ja. Das sehen wir dann alles. Aber das ist nur noch erstmal ein anderes Thema. Erstmal war ich erstmal sowas von pissed off und bin dann wieder, nachdem ich dann alles telefoniert hatte, in die S-Bahn, habe dann nochmal nach Möglichkeiten gesucht und die anderen Möglichkeiten. Also ich hätte jetzt noch am Sonntagmorgen fliegen können und dann hätte ich jetzt heute nochmal wieder den irre Stress gehabt. Freunde der Sonne, gar keinen Bock drauf. Hätte mich nochmal 500 € mehr gekostet und Ding, nee, wollte ich nicht. Und wollte ich nicht, ist genau das richtige Stichwort. Denn ich nehme jetzt mal die Pointe von dieser Podcast-Folge einmal vorweg, dann könnt ihr den Rest der Podcast-Folge besser verstehen. Ich wollte diesen Urlaub nicht. Ja, ich habe ihn nach außen hin kommuniziert. Ja, mein Kopf hat auch gesagt, wir wollen diesen Urlaub. Und ja, im Grunde genommen will ich diesen Urlaub auch. Also auch, ja. Aber so wie ich ihn mir jetzt gestaltet habe, den Urlaub wollte ich nicht. Und da sind wir jetzt auch in dem Thema, was ich euch erklären wollte mit Frequenzen und Schwingungen und so weiter. Du hast in deinem Leben immer exakt das, was du willst. Da, wo du jetzt gerade sitzt, stehst, liegst und diese Podcast-Folge hörst, vielleicht hörst du sie auch beim Sport machen, da, wo du jetzt gerade bist, ist exakt das, was du wolltest. Du hast dir das in der Vergangenheit mit deinen Gedanken, mit deinen Schwingungsfrequenzen, mit allem, was du machst und tust, kreiert. Du wolltest es so. Und jetzt kannst du dir sagen, nee, wenn ich jetzt gerade unzufrieden bin, ich habe noch nicht das Geld, was ich will, auf dem Konto und ich bin nicht flüssig und bla bla, das will ich überhaupt nicht. Doch, das wolltest du in der Vergangenheit. Wenn du jetzt etwas anderes wählst und dich heute hier und jetzt entscheidest, dass du ab jetzt anfängst, Geld zu verdienen, dass du ab jetzt reich wirst ohne Ende und dass du ab jetzt einfach alles dafür tust, dass Geld verdienen einfach zu deiner absoluten Standardgewohnheit gehört, dann wirst du morgen andere Ergebnisse haben. Aber da, wo du heute bist, ist exakt das, wo du stehen willst. Wenn du jetzt immer noch sagst, aber Mareike, ich will doch gar nicht, dass ich nicht flüssig bin. Und das, wo ich jetzt gerade stehe, das wollte ich auch schon früher nicht. Doch, denn das Ding, was ich dir jetzt erzähle, ist, es gibt eine Unterscheidung zwischen dem, was ich wirklich, wirklich, wirklich will und dem, was mein Kopf mir erzählt, was ich wirklich, wirklich will. Und wir kriegen immer den Willen, der unten rechts in der kleinen Zehe, ganz vorne in der letzten Ecke, da in der minimalsten Zelle, der da verankert ist. Dein Unterbewusstsein, das, was du glaubst, was richtig ist. Das, was du glaubst, was jetzt für dich dran ist, das, was du glaubst, was deine innere Wahrheit ist und das, was du glaubst, was du jetzt innerlich willst und wo du gerade stehst. Genau das kriegst du. Das Universum, nenn es Gott, nenn es Energie, nenn es Kraft, ist mir völlig wurscht, schickt dir exakt das auf der Ebene, auf der Frequenz, auf der du schwingst und liefert dir das wieder zurück. Und diese Energie ist das, was du im tiefsten Innern deines Herzkerns spürst. Nicht das, was dein Kopf dir erzählt. Es gibt
Sehr, sehr viel. Deswegen bin ich auch nicht so ein ganz großer Verfechter von Vision Boards. Also ich bin ein Verfechter davon, wenn man sie richtig macht, aber die meisten Vision Boards, die ich sehe, das sind so Urlaubs-Vision Boards. Da werden sich dann irgendwelche Strandtapeten da drauf geklebt. Das ist dann was, was man mal will, aber das ist nicht das, was du gerade wirklich, wirklich willst. Dein tiefstes, innerstes Desire. Dein tiefstes, innerstes Bedürfnis, sondern es ist halt so eine Fototapete, die hat dann mal Spaß gemacht, die zu erstellen. Oh, super toll und das will ich mal und bla 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 bla. Da wird ab und zu sich mal davor gestellt, aber die Arbeit mit dem Vision Board, die Unterbewusstseinsarbeit, die wird nicht gemacht. Das ist übrigens was, was wir im Wealthy Woman beziehungsweise auch schon im Money and Shine machen, dass wir nochmal viel tiefer gehen. Was will ich denn eigentlich und was ist das in der tiefsten, innersten Zelle meines Körpers? Was ich will und wie kann ich diese tiefste, innerste Zelle meines Körpers umprogrammieren zu dem, was ich wirklich, wirklich, wirklich will. Okay? Ich hoffe, der Unterschied ist klar geworden. Es geht am Vision Boards und so weiter darum, was du wirklich willst. Also welches Haus willst du wirklich? Welches und welches Auto willst du wirklich, wirklich, wirklich? Ich hatte mal eine Zeit lang so einen riesen, fetten eine Mercedes M-Klasse auf meinem Vision Board, wo ich dachte, am Ende, das willst du doch gar nicht. Das findest du zwar, dass es geil aussieht, aber das ist ein Auto, das willst du überhaupt nicht. Ja, kein Wunder, dass es nicht in mein Leben gekommen ist, weil die tiefste Zelle hinten, ganz rechts an meiner kleinen Zehe, ganz vorne, die wollte das nicht. So. Also wichtig, du kriegst immer das, was du willst. Und es beruht immer darauf, was du glaubst, was richtig ist. Und wenn du irgendwo glaubst, dass du nur ein wertvoller Mensch bist, wenn du zum Beispiel nicht genügend Geld auf dem Konto hast, oder das ist auch vielleicht ein inneres Muss, ein finanzielles Muster, was du dir aufgebaut hast. Ja, also ich habe nie genügend Geld, ich weiß nicht, wie ich irgendwas bezahlen soll. Oder ich habe immer Geld, also ich kann immer alles bezahlen, aber mein Konto ist immer wieder auf Null. Das sind einfach Muster, die deine inneren Zellen glauben, dass sie richtig ist. Und dann geht es darum, wie programmiere ich das jetzt wieder um? Ja, das ist Unterbewusstseinsarbeit. Wir gucken uns das in Coachings bei mir sehr, sehr, sehr genau an. Das kann ich jetzt natürlich in der Podcast-Folge nicht abgreifen. Aber darum geht's. Und genau daran setzt jetzt nämlich auch meine Menorca-Story an. Und jetzt machen wir hier mal ein bisschen Coaching-Deep Dive. Also jetzt gut aufgepasst. Ich selber bin ja auch immer in Coachings, ne? Und ich selber habe oder schwinge auf einer Frequenz, die sagt, ich will wachsen, ich will weiterkommen, ich will mehr und ich will mehr und ich will mehr von diesem Leben und ich will alles ausprobieren und alles testen und ich will mehr, mehr, mehr. Und es ist völlig in Ordnung, denn diese Wachstumsenergie und diese Freude, diese Power ist genau das, was coole Sachen kreieren lässt, okay? Also deshalb bin ich immer in Coachings mit Menschen, die an egal welchem Lebensbereich irgendwo einen Schritt weiter sind als ich. By the way, bitte macht Erfolg nicht immer an Umsatz fest. Ich weiß, das ist jetzt bei meinem Topic mit Money Mindset Coaching irgendwie so eine wundervoll messbare Größe. Erfolg hat aber auch sehr viel damit zu tun, was innerlich bei dir passiert, dass du an innerlicher Stärke gewinnst, dass du innerlich einfach in dein Strahlen kommst und dich persönlich viel, viel mehr positionierst, innerlich, ja, wo du auch einfach für dich selber mal Grenzen setzt, okay? Das sind so unendlich coole Erfolge und da ist so viel innerlicher Arbeit, so viel innerliche Arbeit und manchmal so viel innerlicher Terror einfach zu, ja, liebevoll zu bearbeiten, dass das unglaubliche Erfolge sind, okay? Und ja, also ich habe da insgesamt mache ich gerade 4 Coachings parallel. Ich finde ja die Ausrede auch immer wundervoll. Ja, ich mache gerade schon Coaching und jetzt will ich nicht noch eins. So ein Quatsch. Das ist wieder dieses Oder-Denken. Denkt man immer nur an und. Und ich mache immer jedes Coaching, worauf ich wirklich, 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 wirklich Bock habe. Okay? So, also, aber also ich mache halt so 2 Online-Coachings und 2 mit Menschen, die zwar auch online verfügbar sind, aber mit denen ich auch vis-à-vis spreche. Und für mich ist ein persönliches Thema das Thema Urlaub machen, Entspannung, sich freie Zeit erlauben und einfach mal alle 5 gerade sein lassen. Das ist bis gestern für mich ein Thema gewesen. Das ist auch schon 1050 Millionenfach besser geworden.
Und gerade weil das so viel besser geworden ist, waren das also auch meine absoluten Erfolgsbooster, weil in der Ruhe liegt sehr viel schöpferisches Potenzial. Und das habe ich genutzt. Ich kann auch mit Zeit sehr, sehr effizient umgehen. Aber bis gestern habe ich da immer noch ein kleines Thema mit. So, und darüber habe ich auch mit meinen Coaches gesprochen und so weiter. Und die haben mir sehr, sehr nahegelegt, mal in den Urlaub zu fahren, etwas zu machen. Und ich habe gedacht, das stimmt und es ist jetzt auch einfach dran und fuck it und bla bla bla. So, was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert innerlich? Und da nehme ich euch mal mit rein. Vielleicht könnt ihr euch an der einen oder anderen Stelle darin wiederfinden. Das Thema Entspannung und Urlaub machen ist für mich aus tiefster Kindheit etwas, was mit sehr vielen negativen Glaubenssätzen behaftet ist. Du bist total faul, wenn du sowas machst. Einfach nur in Urlaub fahren, ohne irgendwas zu tun. Ja, wer bist du denn? Außerdem darfst du das noch gar nicht, weil du hast ja noch nicht den und den und den Umsatz gemacht, wo ich mich immer frage, wenn ich mir so selber zuhöre, was ist ja nur der innere Kommentator, ne? Den muss man auch immer nicht so ernst nehmen, der da oben da irgendeinen Quatsch erzählt. Wo ich immer denke, lieber innerer Kommentator, ich müsste nochmal einen Namen für ihn finden, wie viel Umsatz müssen wir denn jetzt noch machen, damit wir in Urlaub fahren dürfen, ja? Und außerdem hast du immer noch nicht den Doktortitel in deinem Personalausweis stehen, ja? Ihr wisst das, ich habe die im Dezember abgegeben, bis du das Ding verteidigst und alle Gutachten abgegangen sind. Da geht immer irre viel Zeit ins Land. Und ich hatte ja eigentlich schon mal einen Termin, der wurde dann ja abgesagt und verschoben und lalala. Also, lange Story. Aber du hast den immer noch nicht, denn darfst du sowieso nicht in Urlaub fahren und dann darfst du das nicht. Und Freunde, ich sag's euch, dieses Thema schiebe ich mit diesen Gedanken schon bestimmt. Oh, wann war ich denn das letzte Mal im Urlaub? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ehrlicherweise. Ich glaube 2016 oder so. Also mit solchen Gedanken immer wieder weiter von mir weg. Wenn ich mal gesagt hätte, ich bin ein paar Tage im Off, dann war das auch wieder so halb gelogen. Dann war das so halb gelogen, weil ihr erinnert euch vielleicht, dass ich letztes Jahr im Sommer in Nizza war für 2-3 Tage. Was habe ich da gemacht? Ich habe Hotels mir angesehen. Ich hatte damals noch ein Retreat geplant. Das ist dann Corona-bedingt, hat das alles nicht mehr geklappt. Aber beziehungsweise so, wie ich es wollte, nicht geklappt. Ich hätte das jetzt online machen können, aber da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf. Und das wäre nicht meiner Freude entsprochen. Und alles, was mir keine Freude macht, mache ich nicht. Und da war ich aber, ich war Hotels gucken und so, das war also jetzt kein angenehmer Urlaub, so sage ich mal, sondern es gab halt, in Nizza gab es einen ganz klaren Auftrag, ne, nicht, dass jetzt irgendjemand auf die Idee käme, Alter, die fährt einfach nur mal 3-4 Tage in Urlaub, fertig, so, ne, so, also da geht es für mich wirklich um diesen Balanceakt und mein Innerstes jetzt umzuprogrammieren. Also, was ist jetzt genau passiert? Jetzt gut aufgepasst. Ich habe gesehen, als neutraler Beobachter meiner Gedanken und meiner Muster, mithilfe von meinen Coaches, weil da muss jemand von außen drauf gucken, das checkt man selber nicht. Das ist genau wie bei finanziellen Mustern und beim finanziellen Bullshit, den man so denkt. Da muss jemand von außen drauf gucken, damit man das sieht oder schneller sieht. Ja, du kannst auch 14 Bücher lesen, aber es dauert halt ewig. Dieses Muster habe ich jetzt als neutraler Beobachter erkannt und habe jetzt eine Entscheidung getroffen. Gut, dass ich in den letzten Jahren nicht in Urlaub gefahren bin, ist ein Muster und ist auf Glaubenssätzen behaftet. Und der letzte innerste Krams meines Körpers wollte das nicht. Das heißt, meine energetische Schwingung, die ich rausgesendet habe, war, ich will nicht in Urlaub fahren. Okay? So, jetzt habe ich gedacht, ich will aber neu entscheiden, weil ich auch verstanden habe, dass in der Ruhe ein unglaublich großes schöpferisches Potenzial liegt. Ich möchte das umprogrammieren, das heißt, ich muss auch Dinge mal anders machen und anders entscheiden. Dann hatte ich unglaublichen Terror, durch den ich durch musste, innerlichen Terror, weil natürlich meine Gedanken mir erzählt haben, Mareike und jetzt und du hast das Wealthy Woman jetzt gelauncht und jetzt mach doch mal und das, du kannst doch jetzt nicht in Urlaub, also bist du bescheuert und bla bla bla. Also viel, viel innerlicher Gedöns, ja. Also wo das jetzt überall herkommt, Freunde, long, long personal story und da will ich euch jetzt auch echt nicht mit langweilen, weil da nehmt ihr jetzt nichts mit raus und das will ich euch jetzt so nicht hier in der Folge auch erzählen, aber es ist schon so ein ziemlich tief sitzendes Ding, ja, also viel, viel Terror,
So, und was habe ich gemacht? Jetzt habe ich ja mein altes Muster und mein neues Muster und die sprechen jetzt miteinander. Und dann kommt mal wieder das alte Muster und sagt, Mensch, du Mareike, jetzt so ein Urlaub, nee, und dann kommt das neue Muster, was man etablieren will, doch, wir fahren jetzt in Urlaub und Ding. Und was ist jetzt passiert? Achtung, jetzt haben sich zwei Muster miteinander unterhalten. Ich habe angefangen, diesen Urlaub zu instrumentalisieren. Ja, ich wollte das Wealthy Woman da aufnehmen, was wirklich cool ist. Also, das ist etwas, das würde ich auch immer noch machen. Das ist auch kein Umzu gewesen. Ne? Also, ich habe gedacht, wenn du dahin fährst, kannst du die Aufnahmen fürs Wealthy Woman auf jeden Fall da machen. Das ist mega geil. Mach das mal auf jeden Fall. Aber ich habe dann in meinem Kopf angefangen, diesen Urlaub zu instrumentalisieren, um ihn vor mir selbst zu rechtfertigen, weil dieses andere Muster so stark war. Okay? Ich hoffe, ihr versteht das jetzt alle. Falls es jemand gerade nicht nachvollziehen kann, bitte schreibt mir eine Nachricht. Also, ich habe dann angefangen, den zu instrumentalisieren. Ich habe mir Termine gelegt, Loch und Löcher nächste Woche. Also, ich habe Coachings gehabt, also den Montag, Dienstag hätte ich da komplett durchgearbeitet und dann habe ich mir das jetzt also wirklich komplett getaktet. Ne? Ich hatte in Barcelona, gestern hätte ich 5 Stunden Aufenthalt gehabt. Ich gedacht, okay, da planst du dann schon mal die Videos durch, da machst du dann Podcast, das kannst du dann deiner weltbesten, tollsten, allermillionstenfachen Assistentin geben. Ich möchte eigentlich das Wort Assistentin mal ausgraben, auch virtuelle Assistentin, das finde ich irgendwie total blöd, weil die macht so eine geile Arbeit. Das ist nicht irgend so ein Assistentenkram. Das klingt immer so, ja, die macht halt irgendein Ding, sondern die, oder die könnte ich abschließen, ehrlich. Also, ich weiß, dass sie diese Folge hört. Wenn du das hörst, du bist fantastisch und du bist mein Business Buddy. Punkt. So. Ja, also Business Buddy hätte ich schicken können, hätte sie fertig machen können. Okay, dann bist du Samstag da. Samstag machst du ja immer so ein bisschen frei. Da hättest du dann schon mal die Locations alle auschecken können, wo du dann die Videos aufnimmst. Das Material hättest du dann. Dann habe ich mir schon überlegt, okay, das brauchst du eigentlich am besten in Papierform. Dann könntest du schon mal im Hotel anfragen, ob die dir das vielleicht ausdrucken, was du dann in Barcelona vorbereitet hast. Easy Zeit, super genutzt, weiter geht's. Bla bla bla. Dann hast du Montag, Dienstag die Termine. Mittwoch leihst du dir dann einen Roller, um das, was ich eigentlich auf Menorca machen wollte, zu machen. Denn auf Menorca ist meine Coaching-Reise tatsächlich begonnen. Ich war vor 5, 6 Jahren schon mal auf Menorca und es gibt einen Ort, wo ich noch mal hinfahren möchte. Das ist wirklich eine sehr persönliche Story. Das ist also weniger, also das klingt jetzt so dramatisch, ist es aber alles gar nicht. Auf jeden Fall wollte ich da an diesen Ort nochmal hinfahren. Da ist so ein bisschen meine Coaching-Geschichte gestartet. Naja, und dachte, das machst du dann am Mittwoch, dann nimmst du dir da kurz Zeit, machst da nochmal ein bisschen Meditation, lalala. Dann könntest du von dort aus weiter zu dem Leuchtturm fahren. Der ist ja auch so mega cool gewesen. Dann machst du da noch eine kurze Medi, dann machst du dies, das, jenes. Donnerstag nimmst du auf, Freitag fliegst du fertig. So. Dann hatte ich für mein altes Muster, was in mir drinne war, diesen Urlaub gerechtfertigt. Ich muss jetzt ein bisschen drüber lachen. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte den Urlaub so in dieser Form nicht. Ich wollte einen Urlaub, wo ich einfach den ganzen Tag lang aufs Meer gucke, spazieren gehe, mir einen Roller oder ein Motorrad leihe, irgendwas, wo du den Wind spürst, wo du dich spürst, wo ich mal schwimmen gehen kann, wo ich am Meer bin. Ich bin ja auch so ein Eigenbrötler, das muss ich ja echt sagen, ne? Bis gestern. Ich liebe es auch einfach wirklich alleine zu sein am Meer, nur ich. Okay, ich mir stundenlang Wasser angucken und entspannt. So, das heißt, ich hatte ja auch nur diese eine Woche gebucht. So, das war wieder mega durchgetaktet und sonst was. Und ich bin gestern mit einer Anspannung und mit einem innerlichen überkrass Druck zum Flughafen gefahren, weil ich dachte, oh Gott, und wenn das nicht klappt und mit den Videos und bla bla bla. Das war mir aber gar nicht bewusst. Das ist mir erst gestern Abend bewusst geworden, okay? Sein unterbewusstes Muster, was dann durchschlägt. Da kannst du dich dann im ersten Moment, wenn du das nicht als Conscious Observer beobachtest, kannst du da nicht durchdringen, ne? Und ich bin da mit einer Anspannung hin, habe mich aber dennoch gefreut. Also versteht mich nicht falsch. Ich habe mich wirklich gefreut und ich war mega abgefuckt, dass das jetzt nicht geklappt hat mit dem Urlaub. So.
Und dann habe ich gedacht, als sie dann sagte, nee, sie können da nicht hinfahren, da habe ich mir unbewusst, und da bin ich mir fast mittlerweile sicher, dass es so ist, vielleicht passiert auch noch irgendwas anderes nächste Woche, weshalb ich in München bleiben sollte. Das Universum ist ja immer für mich und ich weiß nicht, was nächste Woche noch alles für wundervolle Wunder passieren werden. Ich bin auf jeden Fall an der absoluten gespannten Erwartungshaltung, weswegen es gut ist, dass ich jetzt in München bin. Aber ich glaube, ein Ding ist, dass ich das einfach von mir mit meiner neuen Schwingung, die ich jetzt bezüglich Urlaub habe und mir jetzt aufgebaut habe, mit den vielen, vielen Terrorbarrieren, durch die ich durchgegangen bin, dass ich diese Art von Urlaub, die ich mir jetzt gemacht habe, ihn zu instrumentalisieren, einfach natürlicherweise von mir abgeschoben habe. Ich hoffe, das ist jetzt jedem klar und jeder hat das verstanden, was ich meine. Das heißt, in mir war ein innerlicher, ganz großer innerlicher Prozess. Ich habe mir wieder etwas aufgebaut, um einen Umzuurlaub zu machen. Also ich fahre in den Urlaub, um zu Dinge zu tun, aber nicht, ich fahre aus einer puren Freude heraus dahin. Ich fahre mit einer puren Lust dahin und mache dann Dinge, die sich für mich natürlich und leicht anfühlen. Zum Beispiel Videos aufnehmen, zum Beispiel irgendwas machen. Das ist für mich ja wie Podcast aufnehmen. Das ist für mich etwas, was sich natürlich und leicht anfühlt. Das mache ich super gerne. Manchmal habe ich auch nicht so viel Lust. Das ist aber liegt in der Natur der Sache, dass man manchmal auch auf Dinge keine Lust hat. Aber insgesamt ist dieser Podcast nicht ein Umzu-Instrument. Ja, also wenn du einen Podcast gründest, um Kunden zu gewinnen, lass bitte diesen Podcast, mach ihn nicht, wird nur anstrengend. Wenn du einen Podcast hast, weil du sagst, ich habe mega Bock auf so einen geilen Podcast, der ist mega geil, finde ich richtig, richtig cool, dann und den dann machst, dann wird es ein cooler Podcast, denn dann werden automatisch Kunden daraus generiert, weil du es einfach mega cool machst. Und natürlich kann man dann sich der einen oder anderen Strategie oder einem anderen Hack irgendwie bedienen, das ist ganz klar. Aber die Intention eines Podcasts oder was auch immer du machst, YouTube-Kanal, Zeitung rausbringen, whatever, mach es aus der puren Freude heraus und dem wird auch Geld folgen. So, also jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, aber es sollte, also ich selber habe mir, um den Urlaub mir selber zu rechtfertigen, habe ich halt so einen Umzuurlaub da draus gemacht und ihn instrumentalisiert. Und das war aber nicht mehr das, was ich wollte. Und vor allem jetzt nach der Doktorarbeit, die ich ja im Dezember abgegeben habe, Leute, ich sag's euch, da war ich echt fertig. Ich habe wirklich viel gearbeitet in der Zeit. Meine liebe Freundin Carmen, Grüße gehen raus an der Stelle, hat mich da im Dezember wirklich ganz, ganz wundervoll begleitet. Und war bis zur letzten Minute dabei, mir hat mit mir dann noch Fußnoten geguckt und Pipapo und sonst was. Die kann sich erinnern, wie ich da aussah. Da war ich wirklich reif für den Urlaub. Aber da hatte ich, also nach Aber kommt immer Bullshit, ich wollte es da nicht. Da war mein Muster noch nie und jetzt nicht und es ist mir zu stressig und bla 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 bla. So, ich wollte es einfach nicht. Und jetzt ist halt eben genau das passiert, dass ich mich selber in so eine energetische Schwingung von ja so nicht gebracht habe und unterbewusst mir irgendwas kreiert habe, was jetzt dazu führt, dass ich den Urlaub, so wie ich ihn geplant habe, nicht antreten konnte. So wie ich mir jetzt diesen falschen Covid-Tester organisiert habe. Ich wusste das nicht bewusst. Ich wusste bewusst nicht, dass das der falsche Test ist. Ich lese ja schon seit Jahren keine Nachrichten mehr und beschäftige mich auch mit diesem Corona-Quatsch nicht, weil das ist Gift für mein Unterbewusstsein, auch über sich über sowas aufzuregen. Leute, spart euch die Energie, lasst es einfach. So, also ich keinen Plan, bin dahin, habe ja extra noch gefragt, ist das der Test zum Reisen? Jawohl, können Sie damit durch? War nicht und ich bin mir fast sicher, dass ich mir das unterbewusst kreiert habe, weil ich so einen innerlichen Druck gespürt habe, da jetzt in Urlaub fahren zu müssen. Nicht mehr aus der puren Freude heraus, sondern zu müssen und diesen Urlaub zu instrumentalisieren. Ja, und dann stehe ich davor und dann sagt die mir, nee, und dann habe ich auch, also wirklich, ich war kurz vor den Tränen. Also da dachte ich so, das gibt's jetzt nicht. Du bist durch so viel innerlichen Terror gegangen mit diesem Urlaub. Und jetzt kannst du das nicht machen. So, und jetzt ist das Ende vom Lied folgendes. Und jetzt die Geschichte auch mal. Jetzt sind wir echt lang hier bei der Folge. Ich bin schon bei Minute 27. Was jetzt das Ende der Geschichte ist und wo jetzt das große Geschenk ist. Und jetzt kommen wir endlich zum Geschenk. Ich habe das erkannt.
Ich habe das erkannt, dass ich auf diesem Schwingungsmuster nicht mehr unterwegs sein will, dass ich neu entscheiden kann und dass ich jetzt die Situation nutze, um mir den Urlaub zu kreieren, den ich wirklich will, mit der Entscheidung von heute heraus. Also nicht mehr mit meinem alten Glaubensmuster, sondern ich entscheide heute hier und jetzt, dass ich es mir erlaube, Urlaub zu machen, dass ich ein wundervoller Mensch bin, dass ich so viel reisen darf, weil das ist innerlich ein ganz tiefer Wunsch von mir, den ich mir einfach verwehre, dass ich ganz viel reisen darf, dass ich machen kann, was ich will und aus einer puren Freude heraus in den Urlaub fahre und dann vielleicht nicht nur eine Woche, damit ich ganz, ganz, ganz schnell wieder hierher kommen kann und arbeiten kann, sondern vielleicht mal so 2 oder wenn nicht besser noch 3 Wochen irgendwo hinfahre und durch die Gegend tüdel. Da ich ja ein Online-Business habe, kann ich ja sofort irgendwo hinfahren. Es ist völlig wurscht. Ich kann ja überall Podcasts aufnehmen und sonst was. Aber das einfach in einem gesunden Balanceakt zwischen Terminen, Freude und einfach, ich mache das aus dem puren Freude heraus, zu buchen, zu kreieren und mir jetzt einen viel, 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 viel schöneren Urlaub erlauben zu können, entspannt machen zu können und ganz bewusst zu genießen und dieses neue Muster in meinem Körper Einzug erhalten zu lassen, ohne Druck. Und ohne irgendwas. Und das Ganze hat mich nur 1.000 € gekostet. Also ich finde, das ist wirklich eine, und wahrscheinlich noch nicht mal, weil ich nämlich gerade in Kooperation mit dem Hotel stehe, ob ich, habe ich zu Anfang der Folge erzählt? Okay, das, wenn man so 30 Minuten spricht, ja. Weil ich vielleicht diese Tage wieder angerechnet bekomme oder so. Schauen wir mal. Aber einfach einen Urlaub zu kreieren, den ich jetzt mit einer neuen Entscheidung will. Und genau das Gleiche möchte ich dir jetzt mitgeben. Wenn du entscheidest, dass das, was du wirklich, wirklich wolltest, beruhend auf den Glaubenssätzen, die du so hast und innerlichen Bullshit, den du dir erzählst und Kommentator, der da oben in deinem Kopf sitzt, der dir erzählt, dass du jetzt nicht das Geld verdienen darfst, was du willst. Oder du müsstest erst nochmal das machen und du müsstest erst nochmal gucken, welches Equipment du an Kamerascheiße brauchst. Einen Scheiß musst du. Wenn du heute dich entscheidest, heute hier und jetzt ist der Tag, wo ich Geld verdiene, bis ich umkippe und es mir an den Ohren wieder rauskommt, dann ist heute hier und jetzt dieser Tag und dann tu alles dafür, dass das passiert für dich, okay? Ich sag's dir, mit einem Coaching kommst du da schneller voran. Ich bin da ein großer Verfechter von Coachings buchen, komm zu mir ins Money and Shine, komm zu mir ins Wealthy Woman. Wenn du dir nicht sicher bist, welches Programm für dich das richtige ist, komm bitte auf mich zu. Aber ich sag's euch, das geht einfach schneller. Ich sehe das ja auch bei meinen Kunden, was die für Erfolge feiern. Wir reden ja super selten eigentlich nur beim Money Mindset Coaching übers Geld. Da geht es um viel, viel mehr Themen wie Selbstwert und sonst was und so Zeug. Aber genau darin mag ich dich unterstützen. Also wenn du sagst, heute und hier und jetzt ist der Tag und ich will diese Muster durchbrechen und ich will durch diesen Terror durch, weil ich weiß, dass hinter diesem Terror und hinter diesen Glaubenssätzen so viel mehr Freiheit, so viel mehr Freude, so viel mehr Leichtigkeit, so viel fucking nochmal mehr auf mich wartet, dann lade ich dich ein, in diesen Coachings dabei zu sein, dann lade ich dich ein, auf mich zuzukommen. Schau mal kurz auch auf www.mareikebruns.de/Kundenliebe. Ich habe da unzählige Textbeispiele von Dankesnachrichten und Menschen, die einfach durch Terrorbarrieren gegangen sind. Viele, viele Videos, die erzählt haben, was in ihrem Business möglich geworden ist durch ein Coaching. Also mach das bitte. Und auch, weißt du, das Ding ist, ich kann, wo du stehst, höchstwahrscheinlich nachvollziehen, weil ich durch diesen Terror, nicht nur höchstwahrscheinlich, sondern ich kann es nachvollziehen, weil ich durch diesen Terror selber durchgegangen bin und immer weiter gehe. Das ist ja eine Lebensaufgabe. Bitte such dir immer Menschen, die nachvollziehen können, wo du stehst und wissen, wie du jetzt durch diesen Prozess durchkommst. So, ne? Und ja, das mag ich dir an der Stelle einfach mitgeben. So, Freunde der Sonne, jetzt haben wir es 31 Minuten. Ich würde sagen, ihr seht das Geschenk. Das Geschenk ist, ich kreiere mir jetzt so, wie ich das wirklich will, ohne Druck und mit Freude. Darf das neue Glaubensmuster mit Liebe in mir annehmen. Und ihr seid immer ein Vibrational Match für das, was ihr wirklich, wirklich wollt. Und das, was du wirklich, wirklich willst, ist nicht, was in deiner Vorstellungskraft irgendwie
in einem riesen, mega fetten Auto und Ding, 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 sondern das, was du in der letzten Zelle deines Körpers spürst. Und diese letzte kleine Zelle deines Körpers, die müssen wir umprogrammieren, damit du auch auf andere Ergebnisse in deinem Leben kommst. Und das ist das ziemlich Coole. Und das erreichst du am allerschnellsten über Coaching, weil das, was ich euch hier erzählt habe, ist noch nicht mal die Spitze des Eisberges von dem, was da alles noch möglich ist, sondern es ist eher so die Schneeflocke des Eisberges, was wir da alles so machen und besprechen und welche Fragen dich da weiterbringen, okay? Also ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen fantastischen Donnerstag oder wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Egal bei welchem Projekt du gerade dran bist, bleib unbedingt dran. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und freue mich, von dir zu hören. Alles Liebe, deine Mareike.